Hallo ihr Lieben, in meinem heutigen Thema geht es darum, wie man seine Eltern zu einem Haustier überreden kann. Den Hintergrund, warum ich dieses Video mache, hat folgenden, und zwar ich bekomme sehr viele private Nachrichten, wo der Betreff darum geht, ja Juli, ich wünsche mir dieses Haustier, aber meine Eltern sind dagegen, wie schaffe ich es, meine Eltern zu diesem oder jenem Haustier zu überreden. Aus dem Grund wird mein heutiges Video um dieses Thema handeln. Ja, in dem Video wird es halt auch darum gehen, wie man seine Eltern noch am ehesten dazu überzeugen kann, sich mal über die Tierart zu informieren, beziehungsweise finde ich es auch ganz wichtig, dass man den Kindern auch die Sicht der Eltern aufzeigt. Also sehr oft ist es einfach nicht ohne Grund, wo die Eltern gegen ein Haustier sind. Also das hat oft eben seine Gründe und die möchte ich euch auch ein bisschen näher bringen. Und da ist es auch einfach wichtig, Verständnis für beide Seiten aufzuzeigen. Ich meine, ich hatte das auch früher, wo ich ein Kind war, wo ich mir auch Tierarten gewünscht habe, wo es teilweise auch nicht ging und wo ich auch teilweise auch Erfolg hatte. Und da möchte ich auch meine persönliche Erfahrung mit euch behandeln. So, fangen wir nun als erstes mal an mit dem Thema, warum die Eltern gegen ein Haustier sind. Also das hat sehr viele unterschiedliche Gründe. Es gibt zum einen den Fall, dass die Eltern diese Tierart selbst nicht möchten, dass ihnen diese Tierart selbst nicht gefällt oder dass Eltern der Meinung sind, dass das Kind eh das Interesse an dem Haustier sowieso nach einem Monat verliert und sich dann die Eltern ganz allein um das Tier kümmern müssen. Andere sind wiederum der Meinung, dass ein Tier zu viel Geld kostet, dass es zu viel Dreck verursacht und so weiter, oder dass auch eben die Zeit für so ein Haustier komplett fehlt. Dann gibt es natürlich noch die andere Gruppe, wo das halt einfach nicht machbar ist, wenn zum Beispiel ein Elternteil eine Allergie oder sowas hat. Wobei Allergie ist nicht gleich Allergie bei einem Hund, also es gibt unter Umständen auch die Möglichkeit, einen Hund trotz Hundehaarallergie zu halten, weil es gibt ja zwei Arten von Allergie und das ist einmal die Allergie gegen den Hundespeichel. Da geht es halt eben nicht, weil jeder Hund sondert Speichel ab, und dann gibt es noch die andere Art, Hundeallergie gegen die Hautschuppen von dem Hund. Da kann man zum Beispiel zu einem Pudel zurückgreifen oder sich einfach auf den jeweiligen Hund mit einem Bluttest testen zu lassen. Also da reagiert halt nicht jeder Mensch gleich mit einer Allergie auf einen Hund. Also das muss man individuell festlegen. Aber das ist, wie gesagt, ein anderes Thema. Das behandle ich auch vielleicht mal, wenn halt eben ja das Interesse nach dem Thema groß ist. So, jetzt kommen wir jetzt erstmal zu der Art, ja, Eltern wollen kein Haustier, weil ihnen die Tierart überhaupt nicht zusagt. So, und nun haben halt Eltern auch das größte Mitspracherecht. Ich meine, das ist ihre Wohnung oder es ist eben ihr Haus. Und wenn die jetzt so richtig komplett gegen diese Tierart sind, also so richtig abgeneigt, dann sollte man vielleicht mit dem Gedanken spielen, sich vielleicht eine andere Tierart anzuschaffen, beziehungsweise die Eltern auf eine andere Tierart anzusprechen. Es ist natürlich so, wenn die Eltern nur irgendwelche Bedenken haben oder einfach nur irgendwelche Vorurteile bestehen, dann kann man diese durch ein klärendes Gespräch auch einfach aus dem Weg räumen. Also am besten ist immer so ein sachliches Gespräch. Bitte wirklich sachlich behandeln. Keine Emotionen und dieses kindliche "aber ich will" und so. Nein, wirklich setzt man sollte sich wirklich an einen Tisch setzen und einfach sachlich sagen, warum man dieses Tier möchte, dass man sich einfach gut über dieses Tier informiert hatte. Und einfach den Eltern vorschlagen, einfach mal in ein Tierheim zu gehen und sich einfach mit einer neutralen Person, also dem Tierheimleiter, darüber zu informieren oder eben mit einem Züchter dieser Tierart. Also das ist eigentlich sowieso das Beste, was man machen kann, weil Eltern haben immer im Hinterkopf, ja, der zählt jetzt nur die positiven Aspekte auf und nicht die negativen. Und wenn man einfach bei einem Züchter ist oder in einem Tierheim, das ist einfach eine neutrale Person und die kann einfach die Vorurteile bzw. die Befürchtungen am ehesten aus dem Weg räumen, beziehungsweise auch genau sagen, wo die Nachteile des jeweiligen Haustieres bestehen. Dann gibt es natürlich auch die Fraktion Elternteil, die der Meinung ist, ja, nach 2 Monaten wird das Haustier sowieso langweilig. Man muss ganz ehrlich sagen, es gibt tatsächlich solche Kinder, die möchten jetzt unbedingt ein Haustier haben und nach 1 Monat wollen die was ganz was anderes und dann bleibt das Haustier an den Eltern haften. Also das ist meistens so, dass es teilweise auch bei 16 Jahre alten Jugendlichen so, dass die einfach das Interesse an dem Haustier verlieren. Deswegen sollten auch alle Familienmitglieder mit dem Haustier einverstanden sein, beziehungsweise auch mit bereit sein, sich um das Tier mitzukümmern.
Also ich bin kein Freund davon, sich einfach ein Haustier anzuschaffen, wo die Eltern sagen, okay, du kannst dir ein Haustier holen, aber wir wollen mit dem Haustier gar nichts zu tun haben. Das geht wirklich nicht, weil ein Kind kann einfach nicht die volle Verantwortung für ein Haustier übernehmen. Das hat, wie gesagt, sehr viele Gründe. Vom Finanziellen her, ein Haustier, egal wie klein es ist, muss immer mal zum Tierarzt und da kann es einfach mal eine sehr hohe Rechnung bei rauskommen. Das können nur die Eltern bezahlen, weil das Taschengeld meist dafür einfach nicht ausreicht. Oder man hat ewig lang Schule, da müssen die Tiere ja trotzdem versorgt werden. Oder man fährt auf einen Schulausflug und so weiter. Also es kommen immer Situationen, wo man einfach nicht alleine die volle Verantwortung für das Haustier tragen kann. Oder man wird krank, muss mal in ein Krankenhaus. Es kann immer mal sowas passieren. Das muss man sich einfach bewusst sein und deswegen lieber nur ein Tier anschaffen, wenn man jemanden hat, der in dem Fall des Falles auch sich um das Tier kümmert. Es gibt natürlich Tiere, die sind viel pflegeleichter als andere. Also ich habe ja Erfahrung schon mit vielen Tieren gemacht, beziehungsweise hatte auch viele Tiere. Ein Hund gehört auf jeden Fall einer zu den anspruchsvollen Tieren. Weil ein Hund kann man nicht einfach so mal alleine lassen oder ein kleines Kind kann nicht einfach so mal mit dem Hund Gassi gehen und so weiter. Von der Erziehung ganz zu schweigen. Ein Hund bleibt meistens immer an den Eltern hängen. Meiner Meinung nach kann erst ein Jugendlicher ab 16 Jahre Verantwortung für einen Hund übernehmen. Und selbst da gibt es Unterschiede. Ich kenne auch Fälle, wo auch mal ein 18-jähriges Mädel den Hund einfach abgegeben hatte, weil ihr einfach Party machen wichtiger war, weil sie dann einfach in das Alter gekommen ist, hey, ja, ich hatte jetzt so lange Schule und abends will ich mit den Freunden machen. Ja, für den Hund gab es dann einfach keinen Platz und er musste weg. Ein Kind entwickelt sich, ein Kind verändert seine Interessen, ein Kind hat irgendwann mal länger Schule, ein Kind steigt dann in die Arbeit ein und da muss man einfach auch schauen, ja, habe ich dann dennoch genug Zeit und vor allem auch Lust, mich um das Haustier zu kümmern. Deswegen ist es wirklich am besten, dass man einfach ein Familienmitglied hat, welches auch immer bereit ist, sich um ein Tier zu kümmern. Und ja, auch viele Tiere machen Dreck, viele Tiere haaren, viele Tiere kosten sehr viel Geld. Das sollte man meiner Meinung nach einfach nicht irgendwie runterspielen. Deswegen aus meiner Erfahrung, das Beste, was man machen kann, ist, dass man sich selbst mal über das Haustier ausführlich informiert und einfach mal mit der gesamten Familie sich an einen Tisch hinsetzt und das Thema einfach sachlich behandelt und auch die anderen zu Wort kommen lässt. Also wenn die anderen Bedenken haben, ja, ich mag jetzt zum Beispiel kein Tier haben, was jetzt so viel Dreck verursacht, das muss man dann auch einfach akzeptieren und da einfach nach einer Lösung suchen. Am besten ist natürlich, man fährt in ein Tierheim bzw. zu einem Züchter, wo sich dann alle aus der Familie sich diese Tierart selbst anschauen können und selbst ein Gespräch mit dem jeweiligen Tierzüchter führen können. Und je nachdem, wenn dieser Schritt getan ist, kann man dann einfach mit der Entscheidung spielen, schafft man sich dieses Tier an oder eben nicht. Bei mir hat es zum Beispiel sehr viel geholfen, wo ich mit meinem Vater zu einem Sittichzüchter gefahren bin und sich die beiden ewig lang miteinander unterhalten haben und ich dann erst das Okay dann auch bekommen habe. Aber ich war eh immer natürlich immer ein bisschen speziell. Es gibt natürlich auch ganz andere Kinder, die einfach mit der Zeit doch das Interesse am Haustier verlieren. Allgemein finde ich, dass ein Haustier für ein Kind sehr wichtig sein kann. Also ich fand es einfach toll, Haustiere zu haben. Ich habe damit gelernt, Verantwortung für ein anderes Lebewesen zu übernehmen und es gibt auch sehr viele Studien, die einfach aufzeigen, dass Haustiere sich sehr positiv auf die Seele des Kindes auswirken. Aber natürlich muss da ein Kind auch tierbegeistert sein, beziehungsweise Tiere gerne möchten. Also ich rate keinem Elternteil dazu, sich einfach ein Haustier für ihr Kind anzuschaffen, wo sich das Kind überhaupt nicht für die Tiere interessiert. Und ja, die Eltern sollten sich auch immer bewusst sein, dass ein Kind einfach auch immer in der Entwicklung ist. Und ja, die Eltern sollten auch das Tier willkommen heißen. Also das ist auch ganz wichtig, weil viele Tiere spüren einfach, wenn sie von irgendjemandem nicht akzeptiert werden, vor allem Hunde und Katzen, dann lieber bitte auf die Anschaffung verzichten. Beziehungsweise sollte man auch wirklich erstmal herausfinden, welches Haustier in die jeweiligen Lebensumstände überhaupt passt. Das ist ganz wichtig, bevor man sich überhaupt auf irgendeine Tierart beschränkt. Und wenn man mit den Eltern überhaupt nicht drüber reden kann, wenn die sowieso ablocken, dann wartet einfach ab, denn irgendwann werdet ihr auch volljährig sein, eure eigene Wohnung haben
Und da könnt ihr dann immer noch mit dem Gedanken spielen, sich dieses und jenes Haustier anzuschaffen. Aber natürlich auch nur, wenn eure Bedingungen für dieses Haustier entsprechend passend sind. Also das geht dann natürlich nicht, wenn ihr dann Vollzeit 8, 9 bis 10 Stunden außer Haus seid, ihr einfach da euren Hund in der Wohnung lässt. Das geht natürlich nicht. Da gibt es andere Haustiere, die sich besser eignen. Aber das meine ich, dass man sich vorher einfach informiert. Und das Wirksamste ist mit seinen Eltern, ist mit ihnen einfach nur mal zu reden und da keine Emotionen aufkochen zu lassen oder nicht, dass es in irgendeinem Geschrei endet. Ganz einfach und vernünftig miteinander reden und kommunizieren und auch die Bedenken von beiderlei Seiten verstehen. Und dann natürlich das Beste, was man machen kann, sich diese Tierart live und vor Augen mit seiner Familie anschauen zu können. Das ist, wie gesagt, das Beste, was man machen kann. Allerdings sollten die Eltern dafür bereit sein. Ja, was wollte ich als Kind immer? Ich wollte als Kind immer eine Python haben. Es ging nicht, weil meine Mutter eine extreme Abneigung gegen Schlangen hatte. Und da war das halt einfach nicht machbar. Ich meine, das war der ihren Haus. Und das musste ich dann auch einfach so hinnehmen und auch akzeptieren. Aber wie gesagt, wartet einfach ab, wenn ihr einfach volljährig seid und ihr eure eigene Wohnung habt. Da könnt ihr dann einfach selbst für euch entscheiden. So, ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen helfen, beziehungsweise dem einen oder anderen auch aufzeigen, dass Eltern das oft auch gar nicht böse meinen, wenn sie der Meinung sind, dass ein Haustier nicht angeschafft werden sollte. Dass Eltern oft auch einfach nach dem Wohl des Tieres handeln, beziehungsweise wenn sie einfach der Meinung sind, dass zu wenig Zeit ist. Und ja, immer reden, immer kommunizieren. Das ist immer das Beste, was man machen kann, egal bei was. Und so findet man einfach am ehesten noch die beste Lösung. So, wenn euch das Video gefallen hat, lasst es mich gerne wissen. Ihr könnt mir auch gerne Fragen in den Kommentaren zu dem Thema stellen. Und dann sehen wir uns bei den nächsten Videos. Okay, Leute, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!